Geht so. Hellingdong, dillingelingeling, oh boom, badum, badiba, duba, beola, bidirium, she will take you up, bidirium, she will tear me up, don't know what to do, she boom, she boom, sweet up, hello, hello again, she boom, and I'm on my knee to get up. Stop, Freunde. Ich sehe in vielen Gesichtern der Kinder Fragezeichen. Jetzt geht's natürlich, da müssen wir jetzt umschwenken, weil ganz klar ist, wir als Musiker, wir müssen natürlich gucken, dass wir die Zielgruppe von morgen auch binden. Das ist ganz wichtig, gerade in diesen verrückten Zeiten, und wir haben verrückte Zeiten, zum Beispiel morgen wieder montags, ist wieder ein ganz verrückter Tag. Ganz schön. Ja, muss ich euch mal erzählen, da hatte ich ein ganz komisches, also wir sind ja manchmal, drehen wir auch was, ja. Zum Beispiel letztens haben wir von MDR was gedreht, das kommt morgen auch, 19.50 Uhr, bei Mach dich ran, könnt ihr uns sehen. Und letztes Jahr habe ich auch was gehabt, da musste ich was drehen, und zwar haben wir eine Show in Dresden, die hieß Karneval in Rio. Und für diese Show habe ich einen brasilianischen Pfarrer gespielt, und ich wurde richtig eingekleidet und komplett geschminkt, Perücke und alles, und wir haben da gedreht in einer Kirche, und dann bin ich abends wieder nach Leipzig zurückgekommen und dachte so, Mensch, komm, gehst noch auf ein Feierabendgetränk in die Stadt. Ich habe drüben beim Astoria geparkt und wollte über die Straße an diesem Montag und wurde sofort von 100 Beamten in Schutzhaft genommen. Das war ganz, ganz komisch, war das. Die haben mich dann noch wieder rausgelassen, haben gesagt, wir müssen dich schützen. Hier kommen gleich Leute durch und so. Und wollte dann wieder zurück zu meinem Auto. Da haben mich ein paar andere Typen abgefangen. Die haben gesagt, komm mit, wir bringen dich in Sicherheit. Ich bin dann erst gegen Dienstagnachmittag aus Konnewitz wieder rausgekommen. Also es ist nicht ohne. Aber ich wollte gar nicht abschweifen. Ich wollte ja nochmal zu den Kindern. Die Kinder hören ja normalerweise auch andere Musik, also so modernere Geschichten. Deswegen freuen wir uns auch, dass wir bei RSA sind. Die spielen nämlich auch noch ältere Musik. Gestern Abend waren wir in Schwarzenberg mit Pöttchen und Fischer. Wir sollen euch lieb grüßen. Das war eine Riesensause. Haben Sie gesagt. Ja, wenn ihr noch nicht da gewesen seid, geht da ruhig mal hin. Ist schwierig, ist immer ausverkauft. Aber wenn ihr rechtzeitig dran seid, wirklich ganz hervorragende Bands. Aber über die wollen wir jetzt gar nicht reden. Wir wollen ja jetzt was für die Kinder machen, damit die Kinder auch sehen, dass die Onkels auch andere Musik machen können, und damit werden wir uns ein bisschen einkratzen. Das geht so.